In diesem Video werde ich Ihnen Techniken zeigen, wie Sie die Hauptursache von Ihren Hüftschmerzen loswerden können. Und zwar ist es in den allermeisten Fällen die Gesäßmuskulatur, die aus drei Muskeln besteht, aus den Gluteus Medius, Maximus und Minimus. Und die Hauptursache für die Schmerzen sind entweder ein zu schwacher Muskel oder dass der zu stark verspannt ist. Und das Video ist in zwei Teilen aufgeteilt. In den ersten Teil werde ich Ihnen Techniken zeigen, wie Sie den Muskel mehr entspannen können durch verschiedene Dehnungstechniken, die extrem angenehm sind. Und im Anschluss werde ich Ihnen Techniken zeigen, wie Sie den Muskel wieder kräftigen können, damit das Gelenk stabilisiert ist und Sie damit auch weniger Schmerzen haben. Los geht's auch schon direkt mit der ersten Übung, und zwar in Rückenlage. Was Sie als erstes machen ist, dass Sie Ihre Beine ranziehen Richtung Bauch und das gemeinsam. Sie können auch so die Hände umfassen. Und was Sie dann machen ist, dass Sie so weit ziehen, dass Sie irgendwann mit dem Gesäß leicht hochkommen. Was Sie dann machen ist, dass Sie nach links und nach rechts wandern und dabei haben Sie eine leichte, angenehme Dehnung in der Hüfte. Und Sie bleiben an jeder Seite, wo Sie eine leichte Dehnung spüren, für ca. 5 Sekunden und gehen da immer mehr rein. Und den ganzen Vorgang können Sie für ca. 30 bis 60 Sekunden machen und das Ganze auch ca. 2-3 Mal wiederholen, bis Sie merken, dass die Dehnung immer weniger und weniger wird. Dann geht es auch direkt weiter zur zweiten Dehnung. Und zwar bei der zweiten Dehnung ist es so, dass Sie zunächst beide Beine ausstrecken. Dann bewegen Sie einmal den rechten Fuß zur linken Seite. Ich zeige das einmal von der anderen Seite. So, in dieser Position. Und dann bewegen Sie hier mit der linken Hand das Bein weiter nach links außen, dass Sie hier in diesem Bereich eine Dehnung verspüren. Und diese Dehnung sollte auf einer Skala von 1 bis 10 circa im Schmerz eine 7 von 10 sein. Das heißt, Sie sollten es schon deutlich spüren, aber es soll noch aushaltbar sein. Und das halten Sie wieder so circa 30 Sekunden. Und mit der Zeit werden Sie merken, dass hier die Gelenkkapsel und auch die Muskulatur deutlich erweitert ist. Und das ist eine sehr effektive Dehnung, vor allem für den Gluteus Maximus. Im Anschluss zeige ich Ihnen auch noch eine Dehnung, womit Sie noch zusätzlich die Rückenmuskulatur auch leicht mitdehnen, was auch eine entscheidende Rolle spielt. Noch drei Atemzüge. Und dann beide Beine wieder strecken. Bei der nächsten Übung ist es so, dass Sie einmal das rechte Bein in 90 Grad bringen und dann ziehen Sie das hier so rüber. Und Ihr Gesäß darf auch leicht nach oben hochkommen. Und dann haben Sie hier nochmal verstärkt eine Dehnung und es kann auch sein, dass Sie ein leichtes Knacken in der Wirbelsäule spüren, falls Sie da noch eine Blockierung haben, weil das einfach nochmal hier auch die Rückenfaszie leicht mitdehnen. Und auch diese Dehnung halten Sie wieder für 20 bis 30 Sekunden. Atmen Sie wieder tief ein und aus, dass Sie es gut aushalten können. Und versuchen Sie dabei möglichst stark zu entspannen. Das ist das Allerwichtigste, das ist jetzt Ihre Aufgabe. Wenn Sie das 20 bis 30 Sekunden gemacht haben, dann machen Sie die andere Seite selbstverständlich auch. Immer beide Seiten. Selbst wenn eine Seite jetzt nicht schmerzen sollten, machen Sie immer beide Seiten. Das ist ganz, ganz wichtig. Achten Sie auf die Atmung. Und mit der Zeit wird es dann immer weniger und weniger. Wichtig ist, falls es nicht gleich weniger werden sollte, was häufig der Fall ist, dann machen Sie das halt einfach 2-3 Durchgänge und Sie werden mit der Zeit eine Reduzierung spüren. Dann als nächstes ist es so, dass Sie hier jetzt das linke Bein strecken und dann das rechte Knie hier
nach oben bringen zur linken Schulter. Das heißt einmal so diagonal. Und dabei, wenn Sie hier vor allem in dieser Muskulatur einen sehr starken Dehnungsreiz spüren, und auch das halten Sie wieder 20 bis 30 Sekunden. Und was noch wichtig ist als Information, dass Sie die Dehnung am besten öfters machen, selbstverständlich, das heißt alle ein, zwei Tage. Sie können es auch am Anfang, wenn Sie sehr starke Schmerzen haben, auch ruhig zweimal am Tag machen. Und dabei werden Sie natürlich die stärksten Fortschritte machen. Die Dehnung können Sie ruhig öfters am Tag machen, das ist überhaupt kein Problem. Bei den Kräftigungsübungen später sieht es dann schon anders aus. Jetzt hier die linke Seite wieder zur rechten Schulter bringen. Die Kräftigungsübung machen Sie maximal einmal am Tag, das ist vollkommen ausreichend. Ansonsten haben Sie da nicht anstrengend genug trainiert sozusagen. Und ich zeige Ihnen auch gleich die Kräftigungsübung. Das ist nur noch die Übung jetzt. Und das Knie geht jetzt hier zur rechten Schulter. Und dann merke ich es hier im linken Gesäß, ziemlich kräftig. Jawohl. Wenn Sie diese vier Dehnungen gemacht haben, werden Sie einen deutlichen Unterschied spüren zu vorher. Und wie gesagt, wiederholen Sie es gerne. Sie dehnen damit auch vor allem die Hüftkapsel, was bei vielen Dehnungen sonst unterlassen wird. Und das hat halt einfach nochmal den Vorteil, dass die Schmerzen dadurch deutlich schneller weniger werden. Jetzt möchte ich Ihnen gerne nochmal Dehnungen zeigen, und zwar im Sitzen. Zwei verschiedene Dehnungen. Und zwar als erstes ist es so, dass Sie Ihr Bein so in diese Position bewegen. Das heißt, dass der rechte Fuß auf dem linken Oberschenkel liegt. Bei der einen oder anderen Person wird es aber nicht funktionieren. Was Sie dann machen ist, dass Sie das Bein strecken, das linke Bein, das rechte Bein darauf bewegen und dann ziehen Sie es langsam nach oben und dann kommt das linke Bein auch im Anschluss zurück und dann werden Sie wahrscheinlich schon das geschafft haben. Was Sie dann einmal machen können ist, dass Sie jetzt Ihre Hand hier auf die Außenseite vom rechten Knie nehmen und dann bewegen Sie das Knie nach oben links zur linken Schulter und dann haben Sie eine sehr starke Dehnung in der Gesäßmuskulatur und das halten Sie für ca. 20 bis 30 Sekunden. Achten Sie wie immer auf die Atmung und dass Sie mit der Zeit immer mehr und mehr reingehen in die Dehnung. Selbstverständlich machen Sie da auch wieder beide Seiten. Wenn Sie das gut geschafft haben, dann gehen Sie jetzt einmal mit geradem Rücken. Wahrscheinlich reicht es schon bei vielen. Jetzt einfach, dass das Knie sich nach unten bewegt. Sie können es einmal aktiv, bewusst nach unten bewegen. Sie können aber auch zusätzlich nochmal mit der Hand das Ganze unterstützen, mit möglichst geradem Rücken. Und jetzt nochmal nach unten bewegen, das Knie, das heißt Richtung Boden. Und dann haben Sie auch nochmal eine sehr starke Dehnung für das Gesäß und für die Hüfte. Und beide Dehnungen sind eine sehr gute Kombination, um die Hüfte nochmal zu dehnen, um die Bewegung zu verbessern und allgemein, dass die Schmerzen dadurch deutlich, deutlich weniger werden. Machen Sie, wie gesagt, beide Seiten und gerne auch die Dehnung ca. 30 bis 60 Sekunden halten und jeweils zwei Durchgänge. Und wenn Sie das in Kombination mit den vorherigen Übungen machen, werden Sie einen deutlichen, deutlichen Unterschied spüren zu vorher. Jetzt werde ich Ihnen nochmal Technik zeigen in der Seitenlage zur Kräftigung für die Gesäßmuskulatur, für die Hüftmuskulatur. Und die sind extrem effektiv. Ich zeige Ihnen da drei verschiedene Übungen von leicht bis schwer. Und je nachdem, wie viel Kraft Sie haben, dass Sie da nochmal Steigerungspotenzial haben. Deswegen machen Sie das mit, so wie Sie es schaffen. Und zwar als erstes ist es so, dass Sie den unteren Fuß hier einmal in die Wand hineindrücken. Der obere Fuß ist gestreckt und dann stützen Sie den Kopf einmal ab mit der linken Hand und dann bewegen Sie den Fuß an der Wand, schleifen Sie hoch und runter. Und der untere Fuß, der drückt die ganze Zeit währenddessen kräftig in die Wand. Und das machen Sie insgesamt für ca. 5 bis 10 Mal. Und wahrscheinlich spüren Sie hier schon in der Gesäßmuskulatur ein Ziehen von der Muskelanstrengung.
Und das ist auch extrem wichtig, dass sie hier die Muskulatur gut kräftigen. Bei der zweiten Übung ist es so, dass sie hier den Fuß nach außen bewegen und wenn sie nach unten gehen, geht der Fuß nach unten. Das heißt, nach oben geht der Fuß nach oben, wenn sie den an der Wand hochschleifen und genau andersrum. Das heißt, einmal so und einmal so. Und das im Wechsel. Und währenddessen immer kräftig randrücken. Und was Sie dann nochmal als dritte Übung machen können, ist, dass Sie von der Wand weggehen und dann nochmal den Fuß hoch und runter bewegen. Und das ist nochmal deutlich anstrengender. Und all die Übungen machen Sie immer circa 5 bis 10 Wiederholungen für jeweils 2 bis 3 Durchgänge. Das heißt, wenn Sie 2 bis 3 Durchgänge gut schaffen, dann können Sie die nächste Übung machen. Und wenn Sie die alle geschafft haben, dann werden Sie auf jeden Fall merken, dass Sie eine deutlich stärkere Gesäßmuskulatur haben. Und wichtig dabei ist, die Muskulatur am besten alle 1-2 Tage trainieren. Wenn Sie stark Muskelkater haben, dann lassen Sie einen Tag ausfallen. Ich zeige Ihnen jetzt noch zum Schluss eine einzige Übung, die Ihnen auch nochmal für ein paar andere Muskelgruppen helfen wird, die zu kräftigen. Und machen Sie die ruhig auch gerne mit, wenn Sie noch Kraft haben. Und selbstverständlich trainieren Sie immer beide Seiten. Das heißt, ich habe jetzt die rechte Seite gezeigt. Sie machen natürlich auch die linke Seite. Und auch dann, wenn Sie da überhaupt keine Schmerzen haben. Das ist sehr, sehr wichtig, beide Seiten zu trainieren. Bei der letzten Übung gehen Sie nochmal in die Rückenlage. Und was Sie dann machen ist, dass Sie hier die Füße einmal zusammenbringen und Sie lassen Ihre Knie nach unten fallen. Gleichzeitig bewegen Sie Ihren Rücken nach unten in die Unterlage hinein und dann kommen Sie hoch mit dem Po. Und langsam wieder runter, Wirbel für Wirbelkörper. Und auch das machen Sie circa wieder 5 bis 10 Wiederholungen. Und hier haben Sie nochmal die Muskulatur dabei, die äußere nochmal. Und damit werden Sie nochmal einen anderen Muskelreiz verspüren, wie bei den vorherigen Übungen. Und auch die Übung ist extrem effektiv. Sie trainieren gleich beide Seiten gleichzeitig. Und wenn Sie oben sind, Po und Bauch richtig festmachen und langsam wieder runtergehen. Und das Ganze wiederholen Sie wieder für circa 5 bis 10 Mal, 2 bis 3 Durchgänge. Und wenn Sie das alles machen, werden Sie einen deutlichen Unterschied spüren mit der Zeit, dass Ihre Hüfte immer weniger und weniger schmerzt. Wenn Ihnen das Video weitergeholfen hat, geben Sie gerne einmal einen Daumen nach oben. Darüber freue ich mich sehr und damit unterstützen Sie auch andere Menschen, die unter Hüftschmerzen leiden, denen dann das Video vorgeschlagen wird. Und schreiben Sie unten gerne Ihr Feedback auch in die Kommentare, wie es Ihnen heute geht, nach einmal den Übungen durchführen. Aber auch gerne Ihr Feedback nach 1, 2, 3 Wochen, wenn Sie das längere Zeit gemacht haben. Falls Sie mehr solcher Gesundheitsvideos sehen wollen, dann schauen Sie hier links und rechts und unterhalb der Videobeschreibung gerne auf meinen Kanal mal vorbei. Da verlinke ich noch sehr viele Videos, die Ihnen auch zum Thema Ihrer Gesundheit weiterhelfen werden. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss.